100-prozentige Sicherheit kann es in einem freien und offenen Staat nie geben, meine Damen und Herren. Rund 3 Wochen nach dem Messeranschlag von Solingen haben die Ampelfraktionen erste Schritte für eine schärfere Migrationspolitik eingeleitet. Faeser betonte am Donnerstag im Bundestag: Dieses Sicherheitspaket erfüllt das fundamentale Versprechen unseres freiheitlichen demokratischen Staates, für Freiheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Und ich sage gleich dazu, das gehört auch zur Ehrlichkeit in so einer Debatte dazu, 100-prozentige Sicherheit kann es in einem freien und offenen Staat nie geben, meine Damen und Herren. Plötzlich grätscht CDU-Chef Friedrich Merz dazwischen. Faeser allerdings lässt die Unterbrechung souverän an sich abprallen. Das stimmt. Herr Merz, da bin ich ganz bei Ihnen, auch in autokratischen Staaten nicht. Mit Nachdruck schickt Faeser hinterher, man dürfe nicht zulassen, dass mörderische Attacken wie jene in Solingen das Sicherheitsversprechen in Frage stellen. Hier wolle man klare Antworten geben.